Triss in der jetzt Gewalt aber der Nilfgaarder. Oh, sie quetschen alles aus ihr raus. Danke, und dann Mappa. Brauchen sie nicht mehr. Wenn ich zwischen dem Leben einer Zauberin und der Zukunft Temeriens entscheiden muss, dann bleibt mir keine Wahl. Es tut mir leid, aber dies ist nicht der Ort für solche Gespräche. Gehen wir vor das Tor. Okay. Der weiße Wolf. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr. Wusel hier nicht rum. Wo komme ich denn hier nochmal raus? War das hier? Okay, Roche geht woanders hin. Was suchst du hier? Roche, bist du blöd? Ha! Diesmal war ich vor dir. Mal gucken, wo Harris genau ist. Ich bin mir nur 30 so dunkelstell erzspawn. Ich drück die Daumen. Oh Gott. Beinahe hätte ich meinen Krug hier runtergepfeffert. Roche? Roche? Genau die Person, die ich suchen würde, wäre ich nicht gezwungen, Anna Isla Valette zu finden. Du hast einiges zu erklären, Brigida Papebrock. Oh nein, das hängst du mir nicht an. Ich habe dir vertraut und du hast mich in ein Vipernest geschickt. Vipern! Noch eine Wes? Das ist nicht der Moment für Artigkeiten, Geralt. Krieg dich ein, Brigida. Du solltest auf Volltests Kinder aufpassen. Daran konnte ich nichts Gefährliches entdecken. Offensichtlich habe ich mich geirrt. Aber ich brauche deine Hilfe. Anaïs wurde entführt. Bussy ist vermutlich tot. Ich muss erfahren, wie das passiert ist. Ich will die Einzelheiten wissen. Du wusstest genau, was du mir einbrockst. Du kennst den ganzen verrotteten Haufen. Den Grafen, den Baron. Nicht halb so gut wie du, meine Liebe. Wer waren diese Männer? Nicht so schnell, Roche. Ich habe mich jetzt 3 Tage lang in dieser Stadt versteckt. Wie eine Ratte bin ich herumgewuselt. Sie jagen mich. Ich werde nicht dulden, dass du mich hier lässt. Was schlägst du vor? Eskortiere mich aus der Stadt zum Fluss. Und was bringt dir das? Ich dachte mir schon, dass ich mich allein durchschlagen muss. Ich habe mir eine Reise gesichert. Bring mich hin, dann erzähle ich dir alles. Das ist ein langer Weg. Du hast einen Verräter im Lager, Roche. Vielleicht auch mehr als einen. Was mit Volltests Bankerton geschehen ist, war kein Zufall, sondern das Ergebnis eines ausgekochten Fallspiels. Verdammt nochmal! Geralt, ich muss mich um Anaïs kümmern und in Erfahrung bringen, wie wir zu ihr kommen. Aber Brigida könnte wissen, was mit Bussy geschehen ist. Bisher haben wir nichts als Gerüchte gehört. Bring sie zum Fluss. Ja. Also gut, Roche. Ich helfe dir noch dieses eine Mal. Ich suche nach einem Hintereingang ins Lager von Kedwin. Du vergisst etwas. Ich bin wegen Triss hier. Was immer du später tun willst, das tu. Aber ein Verräter im temerischen Lager ist eine Gefahr für uns alle. Begleite Brigida und finde heraus, so viel du kannst. Ich würde dir danken, Roche, wenn du nicht so ein Scheißkerl wärst. Ich zähle auf dich, Geralt. Brigida muss ihr Ziel wohlbehalten erreichen. Viel Glück, Roche. Später. Das machen wir später. Und wir haben ein Level up. Ein Level up. Nächstes Level. Schwertfinale, Hieb, Schwerthieb, Schaden. Meine Wahl hier so richtig ist, ich weiß es nicht. Lilien und Vipern. So, was haben wir hier? Auftrag zur Tötung von Gargoyles. Allen Kund
und zu wissen, dass die in Lokmuin versammelten Zauberer einen Tapferen suchen, der die Stadt von den Gargoyles befreit. Diese Wesen sind zu einer Bedrohung für die Gäste der Beratung geworden. Daher müssen sie auf beliebige, wirkungsvolle Weise entfernt werden. Die Mutigen, der diesen Auftrag annimmt, erwartet eine stattliche Belohnung. Abzuholen beim ehrenwerten Brass von Banart und die Dankbarkeit der Kammer. Herausforderung des starken Numa. Der starke Numa fordert heraus. Der starke Numa, stärkster Athlet der Welt, fordert die Mutigen heraus. Überzeuge dich, ob dein Arm im Zweikampf mit Numa mehr als ein paar Sekunden standhält, ob deine Hand nicht zermalmt wird. Komm zu dem zentralen Platz in der Stadt und stell dich der Herausforderung des starken Numa. Eleganz ist die Mutter des Prestige. Stil konturiert Charisma. Wir wissen alle, wie wichtig ein überzeugender Erscheinungsbild sein kann. Dies gilt erst recht bei einem Gipfeltreffen von Zauberinnen, Zauberern und Königen. Nehmt's Gefolge. Alle Mitglieder der Magiergilde sind im herrlichen neuer Garderobe und mit professionell arrangierten Frisuren erschienen. Doch sind lange Reisen mit ihren Unbilden stets davon stilbildnerischen Bemühungen. Und das Portal eines Erzmeisterin keine Luftzüge verursachen. Die perfekt drapierte Turmfrisur grässlich verwüsten. Doch ihr müsst euch beschämende Katastrophenanschlagen erscheint in der Gesellschaft nicht erleben. Da warte jene Brüder und Schwestern, die eine was? Okay, weiter geht das nicht. weiter geht der Ausruf da nicht. Das ist eindeutig ein Überfall. König Radovid wird davon erfahren. Radovid hat sie doch geschickt, du Armleuchter. Rosa. So was tut man aber nicht. Radagast! Reiß dich zusammen! Hey, Radagast ist hier! Baba. Radagast der Braune. Grüß dich. Hallo, Radagast. Wo hast du Gandalf gelassen? Der Hexer. Schwarze Hand. Immer. Der wäscht sich wenigstens. Ja. Rotan. Suche eigentlich gerade Lockhart. Der Konstabler Johann Natalis? Der Interrex. Natalis ist der Regent. Immer noch schwer zu glauben. Der ist doch Gerald von Riva. So Julian Becker. Pia. Venus. Also sind wir so Modellisuren von Nilfgaard unter uns. Es ist doch klar, dass unsere Gastgeber Freigeister und Exzentriker sind. Mein lieber Rat, Probleme des Nordens sollten nun wirklich Probleme des Nordens. Herausforderung. Bereitet euch auf die letzte Lektion vor. Die letzte? Aber keine Diskussion. Es wird eine praktische Einheit sein. Grüß dich. Gerard. Mina. Ich kenne dich noch aus Tanet. Es tut mir leid, dass du mich noch kennst. Nur dezent erschreckt. Nein! Haben sie nicht einfach angeschlichen? Nein, nein! Wir haben die Gargoyles auf jeden Fall gefunden. Stirn. Gargoyles tun Aua. Die Expertisenbogen ist wieder angemacht. Der ist abgelaufen gerade. Okay! Was ist hier unten? Das Medaillon warnt mich wieder. Ja, warum nur?
Wahrscheinlich muss das sogar in einer gewissen Reihenfolge passieren hier. Ja. War irgendwie klar. Die Wolken sind wie Bienen, wenn die Glocken läuten. Fünfte verschlüsselt, Runenkombination, Divertimento. Das hilft mir jetzt inwiefern? Ich glaube, dass es falsch ist, was ich jetzt hier gerade mache. Weiß auch nicht, wie ich das lösen soll, ne? Keine Ahnung. Finde mehr über Gargoyles heraus. Ey, so lustig. Also boah, jetzt erst mein Händler, der mir irgendwas über Gargoyles erzählen kann. Beziehungsweise der ein Buch hat. Oh. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Euch auf die Bitte, bedien dich. Nein. Die letzte? Aber keine Diskussion. Grüß dich, ich bin... Mit dem... Stell... Wasser... Willst du was? Es wird eine Praxis... Willst du was kaufen? Ich kann für deinen Auftritt bezahlen. 200 Orins. Hab ich leider nicht. Ihr werdet erfahren, worauf sich eine Zauberin unter keinen Umständen einlassen kann. Grüß dich. Willst welch? Ich war eigentlich grüßt. Kannst. Interessiert mich nicht. Kannst du aber was für mich herstellen? Gerald, guten Tag. Grüß dich. Sei gegrüßt. Bist du hungrig oder? Nein, eigentlich nicht. Ich suche eigentlich ganz andere Händler. Die Absenz einiger Personen spricht Bände. Die Absenz anderer dagegen ist nur... Kann sich um Jahre handeln. Ich brauche Bücher. Der weiße Wolf.
Na, wie sieht's aus? Da ist Lockhart. Ich dachte, ich könnte Freunde aus früheren Tagen treffen, mit ihnen reden, in Erinnerungen schwelgen. Aber alle wenden sich von mir ab. Ich bin Luft für sie. Zauberer sind nicht unbedingt für ihre Höflichkeit berühmt. Wem sagst du das? Sie haben mich unter fadenscheinigsten Vorwänden aus Banart geworfen. Vermutlich habe ich zu oft gegen den Rektor gewonnen. Jetzt haben sie mich vergessen und mir reicht's. Ich verzichte auf meine Bücher und Amulette. Ich will mit den Zauberern nichts mehr am Hut haben. Ich werfe mal einen Blick drauf, wenn du gestattest. Von mir aus kannst du diverse Blicke drauf werfen. Bücher. Na toll. Aber nicht das, was ich brauche. Aber... Ich habe Lust auf ein Würfelspiel. Würfeln. Spielen wir? Lass uns würfeln. Er hat halt bessere Chancen, ne? Wenn ich jetzt 4-4 hätte, dann... Scheiße. Okay. Verloren. Dadurch, dass mir einer rausgeflutscht ist. Der Unglaub... Ich habe... Spiele... Wieso fliegt denn da der Würfel raus? Ich hab doch schon einfach nur losgelassen. Oh, das ärgert einen immer. Ja, kann ich gleich passen, weil... Der unglaubliche Lock. Damit brauche ich es halt nicht versuchen. Weil er eine Straße hat. Scheiße. Der unglaubliche. Ich habe jetzt kann ein bisschen dauern. Zwei Sechsen. Er hat zwei Fünfen und zwei Zweien. Okay. Ja. Mich hat noch keiner besiegt. Du schuldest mir Geld oder den Gegenwert in Waren. Such's dir aus. Ich nehme lieber das Geld. Ja, Geld können wir eher gebrauchen. Boah, aber immer noch jemand, der mir Bücher verkaufen kann. Und der hat das Spiel das erste Mal abgestürzt. Ah, ich hasse dieses Spiel. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich froh bin, wenn wir das durchhaben?
Dann hat nämlich diese ganze elende Misere ein Ende. So, Spielstände löschen. Jetzt manueller Spielstand. Bis dahin löschen. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es abgrundtief. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so sehr. Bin nicht froh, wenn wir bei Witcher 3 angekommen sind. Da gibt es keine Bugs. Ja. Beladen. Ich hoffe, das wurde wenigstens gespeichert. Wurde es, glaube ich. Ja. Okay, dann machen wir erstmal das hier. Und jetzt hoffe ich, dass das Spiel durchhält. Deine Existenz. Weißt du halt nur nicht, wo ich hin muss, ne? Geh mal von aus, ich muss vor die Stadt. Ach, leck mich. Ach komm! Das ist Mobbing. Das ist einfach nur Mobbing. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Bin ich hier reingekommen? Ich hoffe es. Vogel. So, wo ist diese Troller jetzt? Da ist die Troller. Sehr schön. Ich bleibe keinen Moment länger in dieser verfluchten Stadt. Bist du bereit? Ich bin gleich soweit. Mal den Energy öffnen. Ist mein vorletzter Energy. Ich bin ja froh, dass Frutschuss dann am Freitag Getränke einkaufen geht, weil dann kann ich ihm noch Energy aufschreiben. Oh. Ich war auch erst davor zu überlegen, ob ich wieder ein Weinchen öffne für Witcher. Aber das mache ich wahrscheinlich eher am Sonntag. Wenn wir Man of Medan spielen. Damit ich mir ein bisschen Mut antrinken kann. Ja. Gehen wir. Wo gehen wir lang? Wir verlassen Lokmuin durch das Lager des Ordens. Da lässt man uns in Ruhe. Dann gehen wir den Bergpfad runter und weiter zum Fluss. Wer weiß, wen wir da finden. Erwartest du jemanden? Spielst eine Rolle, Hexer? Du hast von Rübern gesprochen. Ein Graf und ein Baron? Maravell und Kimbold. Mächtige Männer. Wichtig im temerischen Lager und völlig ohne Skrupel. Vernon hat sie erwähnt. Ich glaube, ich hatte Ihnen die interessante Unterhaltung mit Roche. Ich hoffe es. Kennst du ich hoffe, gut? Mappa. Zu früh für Neugier, Hexer.
Du wirst mich nicht aushorchen und dann im Stich lassen. Also du glaubst gar nicht, wie viel Angst ich habe. Vor allem, es gibt ja einmal, das habe ich ja damals bei Pan und Gronk gesehen. Nur die ersten paar Minuten. Und es gibt einmal den Anfang, der relativ easy ist. Weil wir haben ja gemerkt, als wir das gespielt haben, es gibt ja einen Charakter, der hat diese Halluzination. Der sieht dann diese gewissen Dinge, vor denen ich mich übrigens auch erschreckt habe. Und der andere sieht sie nicht. Ich habe das ungute Gefühl, dass ich die Arschkarte habe, dass ich direkt zum Anfang diese scheiß Jumpscares habe. Hundertprozentig. Wahrscheinlich, Mappa wahrscheinlich so die ganze Zeit, ja, hier ist nichts. Und ich dann so, da ist was. Obwohl ich schon kenne. 100 Pro wird es so sein. 100 Pro. Ich scheiß mich jetzt schon ein. Aber warte, wer zuerst kriegt? Mappa, ich. Definitiv ich. 100 Pro krieg ich als erstes und oh, ich bin so froh, dass ich da nicht allein durch muss. Ich bin da so froh drüber. Wenn es mir dann so schlimm, dass man dafür Weinbruch, ja. Hybrid, wir haben es doch letztes Jahr an Halloween gespielt, beziehungsweise 3,7 Stunden haben wir es ausgehalten. Deswegen, ich habe panische Angst. Und vor allem, du hast da auch noch was beigetragen mit deinen scheiß Jumpscares, die du da noch reingepfeffert hast. Weißt du eigentlich, was ich für Angst hatte? Ich habe mich eingeschissen vor Angst gefühlt. Die Nacht war furchtbar. Ich habe die ganze Zeit von diesen scheiß Szenen geträumt. Dass ich es halt überhaupt so weit gespielt habe. Das war ein Wunder. Vor allem, Ich hätte es 100 Pro weitergespielt, wenn du diesen letzten Jumpscare nicht reingehauen hättest. Da ist... Mir ist so die Pumpe gegangen. Ne? Ah, ich hatte so eine Angst. Ich hatte so eine Heidenangst. Nein, war es nicht, Hybrid. Nein, es war einfach nicht gut. Nein, es war scheiße. Und dann ist hier Kitty und sucht hier Geister in alten Gebäuden. Ja, da hätte ich auch panische Angst vor. Sag ich dir jetzt schon, da hätte ich keine Chance vor. Da ist die Alte hin. Der Hauptweg führt nach rechts. Da werden sie vermutlich warten. Roche würde sagen, dass sie vermutlich an beiden Wegen warten. Roche. Ich bin bei dir, nicht er. Und ich entscheide. Am Flussufer wartet jemand auf mich. Wir gehen durch den Wald. Weiß ich nicht. Alles ruhig bisher. Weiß nicht, was man meint. Dein lieber Roche hätte wohl falsch gelegen. Ihr zwei kennt euch, oder irre ich mich? Er hat mich um einen Gefallen gebeten. Ich sollte bei Foltests Kindern bleiben, auf sie aufpassen und mit ihnen reisen, falls nötig. Ein Kinderspiel, hat der Bastard gesagt. So bin ich im Konvoi gelandet, um die Kinder zum Gipfel in Loc Muin zu bringen. Das ist wohl nicht gut gelaufen. Erzähl weiter. Bald. Jetzt müssen wir erstmal durch den Wald. Dahinter ist es nicht mehr weit bis zum Fluss. Ich erwarte dort keinen Ärger. Dann los. Es ist nicht mehr weit. Redlen wartet unten am Fluss. Diesen Weg hinunter. Ist Redlen ein weiterer Kontakt von Roche? Nein, ein Schmuggler. Ich hätte nach einem anderen Ausweg gesucht, wenn Redlen einer von Roche wäre. Halt dich hinter mir. Schöne Gegend. Ich bin gerade froh, dass wir auf leicht spielen und nicht auf normal. Ich weiß auch, wie ich damals für diesen Weg auf normal 5 Stunden gebraucht habe. 5 perfekte Stunden. Das ist die Schlampe von Roche! Tötet sie! Vor allem die doofe Kuh darf halt auch nicht sterben, ne? Aua. Mal sehen, ob sie so wieder so schlimm ist. Nee, geht. Du! Lass sie! Die braucht am Anfang so viel Leben, wie es geht. Das ist gerade nichts. Etwas.
hatten uns erwartet. Keine Zeit zu verlieren. Wie weit noch? Nicht weit. Wir müssen auf dem Weg bleiben. Das ist das Kürzeste. Du hast ja wirklich üble Schwierigkeiten. Das kann man wohl sagen. Temerien ist wie ein Heuhaufen. Und was ich weiß, ist die brennende Fackel. Den Rest... Das ist 4 Eisenerz, schon 107 Silbererz, 75 Dunkelstahlerz, schon mal schick. Na, danke, Kitty. Ich speichere einmal kurz. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Nein. Ich weiß jetzt nicht, ob der Weg hier so viel besser ist. Oder ob der Weg überhaupt dahin führt, wo wir hin sollen. Da ist die Alte. Jetzt erstes hin. Okay. Kiste. Und Orans. Da geht's auf jeden Fall wieder raus. Bleibt die Frau? Da. Ah, Henry jagen. Ja klar, und direkt noch in die nächsten Banditen rein. Schlag die Missgeburten tot! Wo ist die Frau? Da. Habe ich sie gerade geschlagen? Auf die Anderlinge! Ich bin gerade sehr froh, dass ich auf einfach spiele. Es ist nicht ganz so frustrierend. Okay, da komme ich nicht weiter. Ich muss tatsächlich hier lang.